Okay. Hi, bin Stefan von 42 und was wir hier auf der MWC in Barcelona zeigen, ist unser neues Produkt Nuya für Natural User Interaction. Eine SDK, die es ermöglicht, mit allen Arten von neuen Input-Modalitäten wie Eye-Tracking, Gesten, Spracherkennung, euren Computer zu steuern. Das Ganze läuft aktuell auf Windows 7 oder 8. Und was wir hier zum Beispiel sehen, ist eine Demo-Applikation, die es ermöglicht, die Bilder zu sortieren, zu organisieren. Der Use Case ist, man kommt aus dem Urlaub nach Hause, hat so gefühlte 1000 Bilder geschossen. Und bevor die jetzt einfach dann auf dem Nest zu Hause verstauben, ist es so, dass man sie einfach schnell sortiert und so ein neues Album zustellt. Das Ganze funktioniert entweder einfach, indem man das ganz normal über Maus macht oder über Keyboard, aber was es eben auch tut, es funktioniert mit Gesten oder es funktioniert eben zum Beispiel auch mit den Augen einfach. Also Sprache können wir jetzt wegen der Lautstärke auf der Messe leider nicht demonstrieren, aber ich könnte Next oder Previous sagen oder Add, um letztendlich die Bilder dann zu einem Album hinzufügen. Was ich jetzt, wenn ich es mit den Augen mache, dann gucke ich mir zum Beispiel einfach mal unten das blaue Bild an oder die Sonnenblume hier unten oder dieses rote Bild links. Und wenn ich jetzt hier links oder rechts gucke, dann scrollt das Bild automatisch weiter. Also ich mache hier nichts mit den Händen, der Johannes kann es bezeugen. Und das ist, wir nutzen hier die Technologie von Tobii. Das ist ein Hardwarehersteller aus Schweden, die Eye-Tracking machen. Das funktioniert mit Infrarotsender und Infrarotkamera. Das heißt, das zeichnet letztendlich die Augen, also die Reflexion in den Augen auf. Und damit habe ich ungefähr eine Präzision, wie es beim Touchscreen möglich ist. Das heißt, es ist nicht so akkurat wie eine Maus, aber das Ziel ist auch nicht dazu, die Maus zu ersetzen, sondern letztendlich in Kombination mit der Maus ein einfaches und schnelleres Arbeiten oder auch einen Spaßfaktor zu ermöglichen. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass ich anstelle, wenn ich gerade in Word etwas tippe und jetzt aus dem Dateimenü etwas auswählen möchte, dann muss ich jetzt nicht mit der rechten Hand oder linken Hand weg auf die Maus hochfahren und klicken, sondern in dem Moment, wo ich hinschaue, habe ich den Trigger-Key auf der Tastatur und schon setze ich an die Stelle einen Klick ab, an die ich möchte. Was man jetzt hier zum Beispiel mal sieht, ist das ist ein einfaches Spiel, wo ich zeigen kann, wie präzise eigentlich das Eye-Tracking ist. Das heißt, wenn ich jetzt mal hier diese Bälle hier schießen möchte, dann ist es so, ich gucke hin und setze den Trigger-Key, was hier jetzt in diesem Sinne die rechte Shift-Taste ist. Das heißt, ich gucke hin und mache Klick. Das ist der Punkt. Jetzt mal diese grünen hier oben, ich gucke hin und klack, sind sie weg. Was der Vorteil der Nuya SDK ist, ist letztendlich, dass sie herstelleragnostisch ist. Das bedeutet, dass man, wenn man für Gesten entwickelt jetzt beispielsweise, dann unterstützt das einmal die Perceptual Creative Kamera von Intel bzw. von Creative, unterstützt aber auch die Kinect oder die Leap oder die Asus Ixion, also eigentlich jedwede Gestenkamera. Dasselbe gilt für Spracherkennung oder Eye-Tracking. Das ist alles noch ein bisschen Zukunft und das ist eigentlich so die Interaktion, wie sie zukünftig mit Computern läuft. Das heißt, dass man nicht mehr mit der Maus und dem Keyboard eigentlich nur noch arbeitet, was in einer übertriebenen Art und Weise immer so dargestellt ist, dass man eigentlich so als der Büromensch dargestellt wird, sondern ich bin eben da, beispielsweise ich lese morgens meinen New Gadgets Blog und habe in der einen Hand einen Kaffee, in der anderen Hand habe ich jetzt mein Croissant und bevor ich jetzt hier groß scrolle mit der Maus oder auch dann direkt am Touchpad, mache ich es eben so, dass ich lese und während er dann unten an den Rand kommt, scrollt er automatisch weiter, weil der Computer weiß, an welcher Stelle ich lese. Oder ich bin da und habe letztendlich eine Bilderapplikation wie hier und kann einfach schnell durchsliden, indem ich einfach mit der Hand letztendlich diese Geste mache. Das ist ein bisschen, die Kombination davon ist eigentlich die Stärke. Weil wenn ich die Geste mache, dann weiß die Applikation eigentlich nicht, möchte ich denn jetzt zum Beispiel das Hauptbild scrollen oder möchte ich jetzt die Albumauswahl scrollen. Und wenn ich das Ganze mit Eye-Tracking kombiniere, dann ist es so, dass ich in dem Moment, wo ich auf die Albumauswahl staue, dann weiß er, ich möchte dort scrollen. Oder wenn ich jetzt mit dem Johannes rede und mache eine Geste, dann erkennt der Computer die gar nicht, weil er es merkt, mitkriegt, dass ich eben nicht auf den Monitor schaue, sondern jetzt gerade mit euch rede letztendlich. Das ist hier dieses schöne QR-Code oder eben auf Facebook Nuya Way. Und dort findet man Informationen zu der Software selbst, also zu Releases, aber auch zu neuen Produkten, die dann mit der Software rauskommen. Und man so eigentlich nur den ersten Schritt Richtung
Zukunft der Computer macht, was man dann auch hier sieht, Innovationen, Applikationen eben mit Intel-Technologie entwickelt.